Ja, servus zusammen, wieder zurück beim Kematest 35 Review. Wir werden in diesem Teil uns das Gerät näher anschauen. Wir werden uns die Software und die Menüführung genauer angucken. Wir machen gemeinsam diese Verifikation. Also dranbleiben, viel Spaß. Hey, das Ganze ist ein Mehrteiler und wenn du von vorne starten willst, dann guck unten in die Box, da habe ich dir den Teil 1 verlinkt. Ja, grüßt euch zusammen. Ich habe jetzt schon 2-3 Wochen mit dem Gerät hier gemessen, mit dem guten Kematest 35. Wir haben hier ein Multiparameter-Photometer mit der Sensoreinheit. Also ich kann hier auch elektrometrisch messen. Das Gerät selbst hat die Abmessungen 22 mal 10 und an der höchsten Stelle quasi 7 Zentimeter. Wiegen tut das Ganze 390 Gramm, also es ist unheimlich leicht und es liegt furchtbar gut in der Hand. So, wenn ihr hier vorne mal den Display euch anschaut, wir haben hier die Abmessungen 64 mal 32 Millimeter, also es ist ein sehr großes Display. Es ist von hinten beleuchtet und was der Vorteil an einem großen Display ist, liegt auf der Hand, ja, ich kann viel mehr anzeigen. Und das schauen wir uns dann später bei der Software und bei der Menüführung an, warum das so genial ist. Weiter haben wir dann hier diese haptischen Druckknöpfe. Ja, wir haben hier einmal Aus- und Anschalten. Wir haben hier Exit und Enter, also Bestätigung, ein Menüpunkt weiter, beziehungsweise Exit, ein Menüpunkt zurück. Und dann noch die Oben- und Unten-Tasten, um hier einfach dann auszuwählen, wohin ich denn möchte. Der Druckpunkt bei diesen haptischen Tasten ist hier sehr hochwertig und gut gelöst. Selbst wenn ich jetzt nicht in der Mitte drauf komme, er löst trotzdem aus oder der Druckpunkt wird gefunden. Das ist eine ganz tolle Sache. So, dann kommen wir weiter zu den Anschlüssen, die hier oben am Gerät quasi auf der Kopfseite verbaut sind. Und hier haben wir einmal die Stromversorgung. Ja, im Gerät ist ein hochwertiger Lithium-Akku verbaut. Der hält tatsächlich 5000 Messungen durch, beziehungsweise im Standby-Modus 7 Stunden. Wenn ich diesen Akku aufladen möchte oder muss, beziehungsweise dann habe ich hier das Datenkabel dabei. Ich hole es kurz her. Und das ist jetzt hier gelöst über einen ganz normalen USB. Ich halte es mal ganz normalen USB-Anschluss. Ja, heutzutage hat jeder ein USB-Ladegerät, gerade auch in der Aufsicht gibt es ja mit Sicherheit einen Computer, wo man das Gerät dann recht unkompliziert und schnell laden kann. Bei einer ganz normalen USB-A-Buchse braucht das Gerät 3 Stunden, bis es wieder voll geladen ist. Ja, reingesteckt. Ich kann das hier anstecken, habe sogar noch ein bisschen Länge dabei. Wir sind hier bei einem Meter. Tippitoppi. Gut. So, der zweite Anschluss hier oben, das ist dieser Sensoranschluss, also für die Elektroden, dieser klassische 4-Pin. Ich hole mal schnell die Elektrode her. Hier war es nämlich am Anfang so ein bisschen ein Rumprobieren und Rumspielen. Also nicht einfach irgendwie reinstecken, sondern ich habe hier vorne an diesem Pin, ich halte es gleich in die nähere Kamera, einen Pfeil und das ist die Oberseite. Ja, den kann man sich vielleicht auch selber irgendwie mit einem Edding oder so markieren, dass man es einfach immer gleich sieht, bevor man hier sucht, weil ich selbst als Brillenträger muss hier wirklich gegen das Licht gut schauen, dass ich den Punkt finde.
reinstecken, easy, wenn ich eben die richtige Seite gefunden habe. Beim Rausziehen auch ein zweiter wichtiger Aspekt, dieser Anschluss hat hier einen Schnellspannverschluss. Ja. Das heißt, ich musste erst den Schnellspannverschluss rausziehen und dann kriege ich den Stecker raus. Ja, ich halte es dann nochmal in die genaue Kamera, also hier dieser Schnellspannverschluss und der Pfeil. Also die Dinge sind zu beachten, weil nicht, dass man diese sensiblen und feinen Pins verknickt. Dann seht ihr hier weiter diese zwei Silikon-Deckel. Ja, wir müssen wissen, dieses Gerät hat hier eine Schutzklasse IP67. Ja, dieses IP ist quasi die Schutzart eines elektrischen Betriebsmittels, also dieses Photometers, mit Sensoreinheit in bestimmten Umgebungsbedingungen. Und die beiden Zahlen bedeuten Folgendes. Die erste Zahl ist quasi der Schutz gegen Fremdkörper, also nicht dein Kollege oder dein Chef oder wer auch immer, sondern gegenüber Staub, jetzt hier in diesem Fall, das ist die höchste Schutzklasse und heißt staubdicht auch in schädigender Menge. Ja, die zweite Zahl betrifft jetzt den Schutz gegen Wasser. Wir haben hier die Schutzklasse 7, das heißt Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen. Ich glaube 30 Minuten bei 1 Meter Tiefe ist hier so die Anforderung. Und es gibt hier insgesamt 9 Schutzstufen und 9, also die höchste, ist dann sogar der Schutz gegenüber Hochdruck oder Dampfreinigern. Ja. Aber ich glaube, hier wird keiner irgendwelche Verschmutzungen mit einem Hochdruckreiniger entfernen. Apropos Hochdruckreiniger, ja. Lass mal das Thema. So, und diese Silikonnippel, ja, sollten dann natürlich auch immer drauf sein, um diesen Schutz zu gewährleisten. So, dann weiter haben wir hier noch die CE-Kennzeichnung, also die Konformität, dass das Gerät nach den europäischen Sicherheitsstandards gebaut ist und funktioniert. Und wir haben hier das FCC-Siegel, das ist ein amerikanisches Siegel und das bestätigt uns, dass das Gerät gegenüber elektromagnetischen Feldern geschützt ist. So, und wenn wir uns das Gerät hier nochmals anschauen, sehen wir hier hinten noch diesen schwarzen Deckel und da kommen wir jetzt dazu. Ich hole schnell mal was zum Aufschrauben. Da. Ich kann hier mit den beiden Schrauben das ganze Ding rausholen. Und das ist gerade interessant, wenn ich einfach hin will, zum einen, um vielleicht diese Linse zu kontrollieren, ob da irgendwelche Kratzer oder sonstiges drauf sind. Und zum anderen, dass ich natürlich dieses Teil hier, so sieht man es besser, einfach mal reinigen kann. Ja. Zwei Schrauben ganz einfach gelöst. So, und jetzt seht ihr hier hinten, hier oben, seht ihr die Linse und da kann ich dann einfach zwischendrin mal kontrollieren, ob da noch alles in Ordnung ist, beziehungsweise schauen, dass das Gerät auch einwandfrei funktioniert. Das sind jetzt alle gerätespezifischen Punkte. Wir gehen jetzt weiter ins Menü. Ihr seht jetzt hier 6 Zeilen. Das ist der Vorteil eines großen Displays. In der allerersten Zeile wird immer angezeigt, wo ich mich gerade im Menü befinde. Also in welchem Überpunkt befinde ich mich. Das hilft vor allen Dingen, den Überblick zu bewahren und ja, macht die Übersichtlichkeit einfach viel größer. Hier seht ihr jetzt, im Hauptmenü befinden wir uns und auf der rechten Seite wird mir immer der Ladezustand des Akkus angezeigt. Das ist eine super Sache. Ich werde hier nicht erst darauf hingewiesen, wenn es eigentlich schon fast zu Ende ist mit der Akku-Ladezeit. Jetzt haben wir hier unten die Auswahlzeilen, 5 Stück an der Zahl. Die ersten 3 Zeilen zeigen eigentlich immer,
was zuletzt gemessen wurde. Ihr seht jetzt hier, Cyanursäure wurde als letztes gemessen. Als vorletzte Messung war es Ozon und davor war eben die pH-Elektrode im Einsatz. Ja, weiter hier jetzt im Methodenkatalog. Hier gehen wir mal rein. Hier kann ich jetzt quasi auswählen, welche Parameter zur Verfügung stehen und welche Parameter ich denn dann auch auswähle zur Messung. Also die klassischen Chlorparameter, dann andere Desinfektionsparameter, ja, Ozon, Brom, Jod, Chlordioxid. Weitere Parameter, hier hoffe ich natürlich irgendwann Aluminium und Eisen vorzufinden. Wir bleiben gespannt und hoffen natürlich, dass es soweit bald kommen wird. So, dann hier unten noch eben die Sensoren. Hier pH-Elektrode, Redox und sogar die Möglichkeit, die Leitfähigkeit zu messen. Und da brauche ich dann aber eben auch dementsprechend die richtigen Elektroden für. Gehen wir nochmal zurück und schauen jetzt hier direkt, also ja, wir sind jetzt hier im Methodenkatalog und über diese Kopfzeile verliere ich einfach nicht den Überblick. Das ist sehr schön gelöst, ja. Dann haben wir noch das Menü und im Menü kann man wirklich vieles machen. Gehen wir mal auf den Datenspeicher, ja, Datenmessungen. Wie viel habe ich gemessen? Was habe ich gemessen? Verifikation, Kalibrierung, die Diagnose. Hier wird es dann interessant. Ich kann hier verschiedene Alarme ausgeben. Identifikation, ja, die Sensoren. Schauen wir doch mal hier einfach beim Photometer rein, messen. Ja, ihr seht hier, wie sieht es aktuell aus? Ja, Transmission, Streuung und so weiter. Also es ist wirklich hier ein tolles Gerät, muss ich sagen. Also kann hier sehr viel mit dem machen. Dann gehen wir noch mal weiter auf die Wartung. Ja, Kalibrierung, Verifikation, das ist jetzt hier das Menü, das wir jetzt gleich noch machen werden. Die Uhrzeit kann ich umstellen, das Datum kann ich umstellen. Und dann haben wir eben noch die Standard-Menü-Einstellungen. Ja, kann hier zum Beispiel die Einheiten eingeben. Ja, Desinfektionsmittel möchte ich in Milligramm pro Liter. Ja, was ja wahrscheinlich gängig ist, oder gehe auf ppm um und habe dann hier auch mehrere Möglichkeiten. Oder ja, hier Temperatur kann hier auch in Fahrenheit umwandeln. Genau. So, dann schauen wir noch unter Verschiedenes. Ja, Sprache, Werkseinstellung und der Expertenmodus. Der Expertenmodus ist da, dass ich nicht bei jeder Messung zu jedem Schritt eine Anleitung bekomme. Schauen wir mal kurz rein. Also ich könnte ja auch noch ein Passwort pflegen und so weiter. Gehen wir jetzt beispielsweise mal hier in die Messung Ozon. Ja, wir sind jetzt hier im Hauptmenü. Die vorletzte Messung war Ozon, habe es direkt dort. Ansonsten wähle ich es eben dann über den Methodenkatalog aus. Hier andere Desinfektionsmittel, Ozon. Okay, Ozon, ja. Und hier kommt jetzt hier 10 ml Probe in Küvette füllen, außen trocknen und in Adapter setzen. Und dann eben über dieses Weitermenü bekomme ich hier alles angeleitet. Der Expertenmodus, der schaltet das Ganze weg. Ja, und wenn man wirklich täglich misst, dann kann das auch mal nerven. Von daher coole Möglichkeit. Jetzt, wenn wir zurückgehen, müsste Ozon ganz oben stehen. Richtig, jetzt haben wir es wieder ganz oben als ja, zuletzt ausgewählten Parameter bzw. gemessenen Parameter. Was ja noch schön ist, ich kann hier noch im Menü Datenspeicher, Datenmessungen, kann ich jetzt hier noch Benutzer festlegen. Und ja, entweder Frühschicht, Spätschicht oder Kollege A, B, C, D. Hier ist einiges
Möglich. So, dann würde ich sagen, ich denke, das reicht fürs Menü. Sehr übersichtlich. Ja, wenn ich fertig bin, zack, aus und werde auch noch verabschiedet. Das Gerät kommt dann wieder in den Koffer und alles ist cool. Jetzt gehen wir in die Verifikation. Also bis gleich. Kommen wir zur Verifikation. Und bei der Verifikation, dafür habe ich mir jetzt hier dieses Kit mit dazu bestellt. Und im Grunde kann man sagen, wir eichen damit das Gerät. Und das macht gerade dann Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel nach einem halben Jahr Messungen hier einfach mal überprüfen will, wie hat sich denn der Wert, die Genauigkeit verändert. Und das ist ein ganz tolles Gadget, denn so kann ich dann auch nach einem halben Jahr, auch bei einer Abweichung zum Beispiel, das Ganze wieder einstellen. Und zwar auf diese werkseitig geprüften Indikatoren. Ja, das kennen wir ja von der elektrometrischen Messung, also gerade bei Elektroden. Schauen wir mal rein. Wir haben jetzt hier Rötze. Dieses Zertifikat und diese drei ja, Indikatoren, ja, so könnte man sagen, und mit denen stelle ich das Gerät ein. So, hier auf diesem Zertifikat seht ihr jetzt hier schon die werkseitig gemessenen Referenzwerte. Erstmal das Gerät einschalten. Zack, Hello Servatius. Wir gehen direkt mal hier runter ins Menü und wählen den Unterpunkt Wartung aus. Enter. Das Ganze finden wir unter Verifikation wieder bestätigen. Photometer, ja. Und jetzt sind wir hier schon in dem Menü der Verifikation. Hier kann ich hier oben direkt mal auswählen, ob ich die tiefe oder die hohe Referenz wähle. Ja, wir haben hier wie bei der pH-Elektrode beispielsweise die Zweipunktkalibrierung. Ich würde sagen, wir wählen hier direkt den Wert mal tief aus und starten damit. So, tief, dann hier runter. Ja, ihr seht jetzt hier noch auch die Speicherung des Benutzers, also derjenige, der die Verifikation dann vorgenommen hat. So, aber wir wollen hier verifizieren, also okay, Außenseite der Nullpunkt-Küvette abwischen und in Adapter setzen. Das machen wir auch jetzt hier direkt. So, zack, reingesteckt, Enter. Ja, es ist ziemlich selbsterklärend. Also weiter hier Messung Nullpunkt. So, das Ganze wieder rausnehmen. Und jetzt werden wir natürlich den Low-Referenzwert brauchen. So, Low hineingesteckt. Zack, Enter, Deckel schließen, Messung. So, und schon ist unser Messergebnis parat. Ja, ihr seht Datum, Uhrzeit und ihr seht jetzt den Messwert, also 0,317. Und wir stellen hier eine Abweichung von 1,7% fest, ja, von der werkseitigen Einstellung. Hier auf dem Zertifikat finde ich den Wert 3,22. Ihr seht, das ist eine minimale Abweichung. Ich messe jetzt seit 2 Monaten damit und das Ergebnis steht hier auch direkt da. Wir haben das Ganze bestanden. Ich denke, hier im Zertifikat, genau, erst bei plus minus 0,15 Abweichung kann man dann den Messwert tatsächlich nachstellen, speichern und habe hier im Grunde wieder eine werkseitige Einstellung. Top. So, speichern, jawohl. Jetzt das Ganze nochmals mit dem hohen Wert, so hoch, so wieder runter.
Ja, und wieder starten wir quasi mit dem Zero, also dem Nullpunkt. Zack, reingesteckt. Dass er wieder seine Benchmark hat. Bestätigen. Messung Nullpunkt. So, das Ganze wieder wechseln auf High. So, ist drin. Enter. Ja. 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 Messen. So. Und hier wieder das Gleiche. Messwert 1,606. Wir haben jetzt hier eine Abweichung von 2,6%, also 2,6%. Auch hier ist die Verifikation bestanden. Bei dem High-Wert sagt er uns eine 0,016 Abweichung. Ja, haben wir bestanden, das Thema. Verifikation erfolgt. Das Ganze geht schnell, unkompliziert und vor allen Dingen, ich kann es selber machen. Ja, das erspart mir immer das Einschicken des Gerätes und so weiter und so fort. Ja, coole Sache. Ja, das war's jetzt mit dem zweiten Teil unserer Review-Reihe mit dem Kematest 35. Im dritten Teil schauen wir uns nochmal eine photometrische Messung an, eine elektrometrische Messung, also mit Elektrode. Wir gucken uns die Kalibrierlösungen nochmal ein bisschen genauer an. Dann wollen wir nochmal die Applikation, also die Bluetooth-Verbindung mit einem Endgerät anschauen und kommen dann zu meinem großen Fazit über das Kematest 35. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.